So Leute, da sind wir auch direkt wieder zu Unreal. Slux ist gerade da, wo ich was zu trinken. Wir suchen uns jetzt mal einen Weg hier wieder raus. Wir haben jetzt eben das mega Upgrade gefunden. Hier kommen wir meines Erachtens nicht mehr weiter, nein. Das heißt, es gilt jetzt darum, rauszuschwimmen, am besten noch mit voller Energie rauszukommen. Was wir auch super geschafft haben. Jabla. Und jetzt geht's weiter auf Gegnersuche. Was nicht so lange dauert hier im Spiel. Yeah. Ah, diese abgegradete neue Waffe ist einfach gottlike. Ah, davon hältst du nicht so viel aus, mein Freund, ne? Die zieht auch dementsprechend hier ab. Ja klar, finde ich natürlich genau die Munition, mit der ich drauf schieße. Oh, Tyridium-Sticks. Meinst du, ich bin doof? Ja, der hat gesessen, mein Freund. Ich hab gehört, da reichst du nicht so gut aus, ne? Du bist ja auch ein ziemlicher großer Klotz, merke ich gerade. Ja, damit bist du dann auch Geschichte, mein Freund. So. Hier war hinten dran nur 8-Ball-Munition, die mir gerade rein gar nichts bringt. Ich weiß gar nicht, gab es da oben was? Ja, aber da komme ich später hin. Ja, sonst war hier erstmal nichts. Das heißt, wir nehmen wieder mal unsere Pistole und laufen mal ein Stückchen weiter. Ich hab ihn schon gehört. Da läuft er. Oh oh, den neuen Gegner. Aber von Distanz ist eine Bio-Rifle halt überhaupt nicht gut. Das war ein netter Versuch, jetzt warte ich, bis diese Kacke platzt, dass ich nichts an Schaden abkriege. So. Ja, diese Musik ist halt episch. Oh, Flachschelz, perfekt. Oh, Tyridium-Sticks. Und wir werden jetzt wieder mit Munition versorgt. Das ist immer ein ganz schlechtes Zeichen, Rame. Ganz, ganz schlecht. Okay, der Raum wäre auch geklärt. Da unten kommt noch einer oder zwei. Da sind wir schon wieder fast fertig hier in der tollen Burg. Ja, der Fuchs hat schon was gehört. Den lassen wir nicht so einfach davon kommen. Ah, du Penner. Oh, ich will die Sniper-Rebel. Huch! Hast du gemeint, ich bin so doof, renn rein? Autsch. Komm. Ja, ja, da traust du dich jetzt nicht mal. Weiß genau, wenn du den auch gezwiebelt kriegst, war's das mit dir. Okay. Du gegen mich? Das Spiel können wir gern spielen. Viel Spaß. Irgendwie ist er ziemlich ruhig da oben. Ich würde fast schon sagen, er ist das. So, gehen wir mal weiter. Also immer wenn euch so ein Vieh irgendwo nervt, dann müsst ihr ihm einfach... Oh, eine Armor West. Oder Assault West. Noch besser. Müsst ihr ihm einfach mal ein paar Granaten hochwerfen, dann ist schon Ruhe. Im Karton. Apropos Karton, ganz schlecht hier. Oh nein, das ist das Boot. Ich höre ihn schon wieder, den nächsten. Ich mache schon mal weiter. Uah! Wo kommst du her? Boah, du. Jawohl, sie kämpfen gegen sich, haben sich gegenseitig verletzt. Wir warten mal auf den Gewinner dieses Kampfes. Ich setze auf den größeren. Wow. Ich hab recht. So, größer hat aber auch gegen mich verletzt. Was? Hilfst du aus, mein Freund? Jetzt bist du aber tot. Auch nicht aber jetzt. Ja, gut. Wieso ist das Ding wieder runtergefallen? Das hab ich jetzt verboten. Translator Message. The way is filled with darkness. Der Weg ist voll mit Dunkelheit. The Torch of Tranquility must light the path of the worthy. Spiritual progression is achieved by those who set the Torch of Tranquility aflame. Okay. Na, dann haben wir ja ganz viel Spaß hier. Super. Okay, wir müssen
müssen jetzt auch gleich bei unseren guten 15 Minuten wieder für diesen wunderbaren Part sein. Hier komme ich momentan nicht weiter. Warum ist das Ding oben offen gewesen und jetzt wieder zu? Was soll das? Ich hätte reagieren müssen, verdammt. Okay, wir können entweder mit dem Boot fahren oder es uns gemütlich machen oder entlang laufen. Oh oh. Oh, das sind die ganz neuen Gegner. Jautsch! Mit denen ist nicht zu spaßen und tschüss. Jeder Fisch. Ups. Yeah, der war... Ups. Der war mal wieder nice vom Kaiser. Hier drin sitzt wieder ein dickeres Vieh. Nee, Quatsch, da ist diese komische... Ah, jetzt bin ich wieder drin. Sehr schön. Nix. Warum soll da was drin sein? Oh, Plates. Wir haben Plates gekriegt. Oh. Das ist eine Falle. Das sieht jeder. Ein Gott sei Dank, der der war einfach Style, würde ich mal behaupten. Jawohl, das Tor ist unten. Aber wir gucken uns mal an, was der Gute uns hinterlassen hat hier. Der hat uns hier wirklich los da gelassen. Jetzt hatte ich auch noch nicht den Armmüll hier. Komm mal hier rein. Ja, du Penner, nur weil du Schutzschild hast. Geht es? Ah, da oben ist wieder ASMD-Muni. Ah, eine Flashlight, wenn ich mich nicht richtig... Ah, perfekt. Kaiser hat halt ein Auge für alles, was mit Flash zu tun hat. So, ich guck mal schnell auf meine getimte Uhr. Ja, eine Minute haben wir noch. Da geht doch bestimmt noch ein toter Gegner. Ah, ah, boah, du Sack. Boah, der Tisch, ey. Wie der Tisch mir hilft. So, Energie brauchen wir nicht. Nix. Ja, super. Da haben wir ja wieder hier den Vogel abgeschossen. Apropos Vogel abgeschossen. Ich habe euch vorhin was erklärt, was man nie machen soll, denn alle leichtgläubig dunkle Gassen auslassen. Man weiß nie, was sich irgendwo noch versteckeln tut. Hier zum Beispiel nix. Aber man weiß es nicht, man weiß es nicht. So, Taschenlampe aus. Dann laufen wir noch hin. Ich zeige euch noch was und dann sind wir hier weg. Und zwar das hier. Yeah. Und hinten dran gibt es ein Force Field Child. Das war's. Ja. Jetzt können wir hier wieder abchillen. Mann, diese Musik, die ist so episch. Ich glaube, da hinten ist kein Rundgang, oder? War das auch einer? Naja, aber den Rest können wir dann zur Not schwimmen. Apropos schwimmen. Nee, es sieht nett aus, es gibt hier noch was unter Wasser. Da komme ich eh nicht hoch. So, der ist auch weg. Warte. Nee. Bäh. Ah. Ha. Das geschulte Auge des Kaisers. Wir sind, glaube ich, jetzt wieder mal drüber, wie immer. Hat noch was kurz entdeckt. Da müssen wir unbedingt reingucken. Jawohl. Was haben wir denn hier? Eine Flakkanone. Und damit machen wir auch einen Schnitt. Und der Kaiser sagt vielen Dank fürs Zuschauen und over and out. Ja, moin moin Leute, einen schönen guten Abend vom Kaiser Kanama hier von Armel. Wir werden mal hier weitermachen, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Wir haben hier die Flakkanone gefunden und schauen uns mal etwas weiter um hier. Ich meine, jetzt ist die Tür offen, genau. Läuft doch wie am Schnürchen. Na, der war schade. Ich hätte dich fast zu Null gepackt. Was mich ein bisschen stört an der Waffe ist der Übergang vom First auf den Secondary Shoot. Na toll.
Ah ja, hier könnten wir nur durchkommen, genau. Oh, Schaltbelt. Das ist genau das, was wir jetzt sehr wichtig brauchen. Bei dieser fabelhaften Musikkulisse hier. Bullets bekommen. So, mal die Auswahl. Hier geht's in die Arena, wenn ich mich nicht täusche. Da wollen wir noch nicht hin. Schaden, das weiß ich. Auch wenn es so aussieht, als könnte ich alles hier blocken. Und so doch etwas stärkere Waffe machen einiges an Schaden. Das sieht sehr merkwürdig aus. Ja. Und hier das Absuchen bringt uns diesmal. Leider nichts. Was steht hier? And Vandora came forth with fire from the sky upon her lips and sanctified the sacred fountain. Oh ja! So was she said. Also nur die, die ihr folgen und die ihr treu sind und so Zeug, die sollen halt dort ankommen. Jetzt wüsste ich gern, wie wir uns das würdig erweisen. Um dort ranzukommen, weil es ja schon nicht mal schlecht ist. Okay, brauchen wir ja eigentlich nicht, aber vielleicht wieder ein Schammer oder sowas. Ah, das ist auch schon ein krasses Bild. Vandora, die Gottheit des Lichtes bzw. des Blitzes. Krass. 4 Titten hatte ich noch. Den Rundgang haben wir jetzt abgeschlossen hier. Und mein Kollege schätzt es jetzt nochmal weiter aus. Wobei, okay, es ist der Dicke. Von Leonidisch würde ich da drin. Das ist sicher auch nicht. Nee, ich verballere jetzt nicht an der Flagge. Ja, gut, dann halt die. Okay, mit dem. So, wir haben zwar jetzt einen Rundgang gemacht. Hier sind wir hier runter, gell? Ja. Und da müsste jetzt offen sein, richtig. Da wir aber hier noch nicht raus wollen, also zumindest mal ich nicht, werden wir hier mal ein bisschen weitergehen und nochmal alles absuchen zur Sicherheit. Ihr werdet mir dankbar sein, wenn ich noch was finde. Und ich mir selbst auch, weil unsere Munitionsvorräte samt unserer restlichen Anzeige neigt sich langsam dem Ende. Was war das? Ich habe jetzt eben was gehört. Aber ist das nicht, ob positiv oder negativ? Okay. Braucht uns ja nicht zu interessieren, wir kommen ja trotzdem hinten dran. Ne, hier. Hier ist ja die Arena. Ich glaube, wir kommen von der Seite aus gar nicht in die Arena rein. Nun gut. Werden wir uns. Ach so, ja. Es würde mich jetzt wirklich sehr stark interessieren, wie ich hier reinkomme. Aber ich gehe mal davon aus, ich werde es nicht so einfach herausfinden. Außer hier ist irgendwo ein Schalter an dir. Wahrscheinlich nicht. Von daher werden wir jetzt einfach halt diesen Level hier verlassen. Über die Ausgang hier. Ich sehe dich.
Sehr schöner Bug, dass du da hinten stehen sollst, finde ich angenehm von dir. Hier ist ein Teich zum Tauchen, jawohl. So viel weiß ich doch noch. Die Luft brauchen wir auf jeden Fall. Das Einzige, was ich immer weiß, ist, wo der Eingang war. Beziehungsweise, was heißt Eingang? Wo es hier weitergeht. Nochmal Luft holen. Inzwischen noch die Flashlight. Oh, halt, halt, halt. Keine Lust, Schaltwellen zu verlieren. Ich fühle mich gerade etwas verarscht. Da geht's, ne? Wo kommen die alle hin? Nochmal abchecken hier.